Ja, da bin ich daheim. Druckbetankung, Dauersingen, Durchfeiern. Für die meisten der über 4 Millionen Deutschen, die jedes Jahr nach Mallorca kommen, der Urlaub schlechthin. Also man muss als Abschlussfahrt nach Mallorca fliegen. Dicke Titten, Kartoffelsalat. Das Epizentrum der Partygemeinschaft sind die Großraumkneipen am Ballermann in El Arenal. Star im Megapark, der König von Mallorca, Jürgen Drews. Auf die Sache geschaut, ist das für mich schon sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, sonst würde ich es nicht machen. Der Schlagerkönig garantiert ein volles Haus. Vom Pauschalurlauber bis zum Topmodel kommen sie alle. Wer es etwas kleiner mag, geht zur Königin der Nacht, Peggy. Die trinkt auf Kosten ihrer Gäste. Hoch den Rock und rein ins Schock. Dafür dürfen die sich dann gratis von der Kneipenkönigin anpöbeln lassen. Wir trinken jetzt Bier und Kümmerling, du Arschloch. Mallorca, das Traumziel der Deutschen. Viele leben prächtig hier, andere überleben einfach. Wie Lothar, Höhlenbewohner und Bettler. Sollte das Schicksal sich anders entscheiden, wäre ich sofort aus der Höhle raus. Für sie alle gilt, ohne Mallorca geht es nicht. Der Tag bricht an auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Knapp 1 Million Menschen lebt hier dauerhaft. In den Sommermonaten vervierfacht sich die Bewohnerzahl. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Die vergangene Nacht war wieder lang. In El Arenal beseitigt die Müllabfuhr das, was von der letzten Party übrig geblieben ist. Wer hierher kommt, will meist feiern. Und am liebsten nie wieder weg. Manche können auch gar nicht mehr weg. Wie der Bewohner dieser Höhle. Er lebt nur ein paar hundert Meter vom Partyzentrum entfernt. Gut, mein Schatz. Die Stimme ist gut. Hast du keinen Hunger heute? Nee. Willst du warten? Kriegst du am 7. Leckerchen, ne? Das ist meine Küche. Das ist mein Gas. Lothar lebt seit 9 Jahren in dieser Höhle. Zusammen mit seinen Hunden, die er seine Kinder nennt. Es kann sehr einsam werden. Allein in einem anderen Land, ohne einen festen Wohnsitz. Lothar ist das egal. Alles besser als sein altes Leben in Deutschland, sagt er. Ich wollte einfach nur weg. Und dann bin ich dann in den Zug nach Köln-Bonn, bin zum Flughafen. Na gut, dann ging es dann nach Malle. Das ist zwar nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber ich fühle mich einfach wohl. Ich komme da wunderbar klar. Es ist für mich optimal. Ich bin frei. Frei sein, wichtig für Lothar, der in Deutschland nicht gerade ein Musterbürger war, Banken überfallen hat, mit Drogen gehandelt und dafür seine Strafe bekam. 18 Jahre seines Lebens hat er im Gefängnis verbracht. Dort hat er gelernt, einen strikten Tagesablauf einzuhalten. Das hat ihn geprägt. Ich liebe Ordentlichkeit und ich liebe Sauberheit und ich liebe Pünktlichkeit. Ich mag keine Menschen, die unpünktlich sind. Wenn ich sage, ich bin dann und dann da, dann bin ich dann und dann da. Das mag ich einfach nicht. So. Geht los. Da gehen wir. Aufbruch in die Zivilisation. Raus aus seiner Höhle, die Lothar gerade erst wieder herrichten muss. Denn vor ein paar Wochen hat ihm jemand seine Behausung abgefackelt. Nun muss er wieder von vorne anfangen. Lothar schwört Rache. Es sind wenige, die meinen Weg kennen und meine Höhle kennen. Und dadurch werde ich die Informationen kriegen, die ich schon teilweise habe, um zu wissen, wer mir das angetan hat. Und dann werde ich das tun, was ich tun muss. So ganz raus aus seiner Haut kann Lothar nicht. Will er auch nicht. Der Flughafen von Mallorca. Stunde für Stunde kommen tausende Deutsche hier an. An diesem Morgen auch der wohl bekannteste Teilzeit-Mallorquiner. Jürgen Drews ist auf Kurzbesuch. Mit dabei Gattin Ramona und eine Gitarre. Seit 40 Jahren bin ich hier. Ich war vor 40 Jahren das erste Mal hier. Vor 40 Jahren. Hast du die Dame? Alles gut? Ja.
Hattet ihr einen Ölwechsel? Oh, das ist alles okay. Wir haben durchgecheckt hinten bis vorne. Gut. So, jetzt werden wir die geputzt. Wie toll. Wow. Einmal pro Woche schwebt Jürgen Drews ein. Der Job ruft. Sein Terminkalender ist während der Saison immer voll. Ich bleibe jetzt genau. Wie viele Stunden bleiben wir hier? Keine 24. Die Saison ist bei mir das ganze Jahr. Das hier ist nebenbei. Das ist nebenbei, aber hart. Ja, wir müssen. Also. Nee, ich bin bloß so müde. Ich war gestern noch. Ich bin aus Venedig gekommen, gestern. Geflogen nach Hamburg. Ich habe mir ausbedungen, heute Nacht nicht um 2 Uhr oder um 3 Uhr ein oder zwei Titel zu singen, nur um zu sagen, dass ich da bin. Das muss ich nicht mehr haben. Sondern ich werde um 11 Uhr drei oder vier Titel singen, höchstens, auch von meiner neuen LP. Weil ich muss immer ein bisschen Werbung machen. Wahnsinnig viel los, ne? Ja, ja. Irgendwie habe ich den Sitz immer noch nicht richtig. Der ist irgendwie verstellt worden. Am Abend soll Jürgen Drews im Großraumclub Megapark auftreten. Jetzt geht es aber erstmal zum Zweitwohnsitz. In aller Ruhe. Regt euch nicht auf. Für den Schlagerstar ist Mallorca ein Arbeitsplatz. Einer von vielen. Hierher auswandern? Nein, da hat er andere Prioritäten. Da, wo ich meine Bezugsperson habe, und das ist Ramona, in Gänze, da ist meine Heimat. Und wir haben unser Haus 1,5 Kilometer von meinen Schwiegereltern, die ich heiß und innig liebe, entfernt. Ich habe eine Inkubationszeit von fast 2 Jahren gehabt, um mich daran zu gewöhnen. Ich habe lange gebraucht. Aber Heimat ist, wo du bist. Da haben wir hier ein Haus und dann sind wir ja sehr viel zu Hause. Dann habe ich in München noch eine Einliegerwohnung bei einem Freund mit einem separaten Zugang. Da, wo ich früher mal gewohnt habe, ist alles toll. Nö, mich stört das eigentlich nicht weiter. Ich bin das gewöhnt. Ein bisschen aus dem Koffer leben. Die Besitzerin dieser Kneipe heißt Peggy und lebt schon seit Jahrzehnten auf Mallorca. An diesem Morgen hat sie ein Problem. Ich habe kein Licht. So früh war sie schon lange nicht mehr in ihrer Kneipe. Finde ich das Loch noch? Als wir rausgingen um 4 Uhr oder so, und stell dir mal vor, und da ging das Licht aus. Kurzschluss. Kurzschluss. Ich mach das hier wie blind. Ich muss jetzt irgendwie Lampen sammeln und dann muss ich leider aufschließen. Stimmt das oder nicht? So. Ach du Liebe! Wie sieht's denn hier aus? Ich meine, gerade wäre was los gewesen. Guck mal, die ganze Kaste Kümmerling, guck mal. Alles Kümmerling. Von gestern alles? Ja, ich habe noch nicht geputzt. Und Gläser, ja, ja, klar. Ist wieder eins gefallen. Jetzt kommt mein Lieblingslied. Die, wo immer lacht. Jetzt muss ich die ganze Birne mitnehmen. Ihre Kneipe ist Peggys Leben. Hier regiert die selbsternannte Königin der Nacht seit einem Vierteljahrhundert. 7 Monate im Jahr, jeden Abend. Das Lokal ist ihr Baby. Sie kümmert sich um alles. Wenn ich es jetzt zum Beispiel hochmache, ne? Lassen wir das mal stehen. Siehst du? Kurzschluss. Was will ich machen? Ich mach das nochmal. Kurzschluss. Und das in meinem Lokal? Aber so kann ich dann nicht arbeiten. Nee, kann ich nicht. Was soll ich machen? Muss ich leider mein Lokal verlassen und zum Elektrizisten gehen. Oder? Und wie sieht die Königin wieder aus? Spitze. Musik.
Der Elektrisist ist der Elektroladen gleich nebenan. Zudem geht Peggy, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. In der Tüte ihre Lampen aus der Kneipe, die lässt sie gleich mal checken. Aber an denen liegt es nicht. Ein Fall für den Fachmann. Wenn die das jetzt ja heute nicht machen können, dann kann ich nicht aufmachen. Muss wieder mit Kerze arbeiten. Das andere geht ja alles. Ja, das ist halt grüne Wablü. Rush Hour auf Mallorca. Die Menschen, die hier leben, sind jetzt auf dem Weg zum Job. Auch der obdachlose Lothar ist unterwegs zu seiner Tagesbeschäftigung. Sein Weg führt ihn jeden Tag durch eine ziemlich noble Ecke von El Arenal. Hier kennt er jeden und jeder kennt den Mann, der im Wald lebt. Und dennoch so sauber und ordentlich gekleidet ist. Morgen, meine Liebe. Hallo, grüß Hallo, dich. Kettigen. Gut siehst du aus. Danke dir, ebenfalls. Ja. Das ist auch wieder ein besonderer Mensch. Wieso? Weil sie mir so viel Sachen schon gegeben hat. Ja, wir passen auf. Bettwäsche, ne? und Stühle bringst du mir runter. Ja, genau. Ja, sie guckt eben mal danach, stellt sie mir dahin. Ihr Mann ist ebenfalls hervorragend. Hilft dir schon mal ein bisschen handwerklich. Ganz, ne? Genau. Ich muss jetzt zum Bus. Ja. Ich muss arbeiten. Ja, tschüss. Lothar hat es auch eilig. Sein Arbeitsplatz ruft. Ein großer Hof vor einem Supermarkt. Hier erbettelt er sich jeden Tag alles, was er zum Leben braucht. Auch wenn er selbst nie das Wort betteln in den Mund nehmen würde. Wie jeden Morgen stellt er einen Hut auf und legt etwas Geld hinein. Anreiz. Das ist Psychologie. Wenn nichts drin ist, kommt nichts rein. Wenn man was reintut, wenn ich jetzt Euros hätte und ich würde die reintun, dann würde ich auch Euros kriegen. Die geben immer so viel, wie drin ist. Weil die meinen, wenn andere das tun, dann muss ich das auch tun. Das ist reine Psychologie. Mit seinen 55 Jahren könnte Lothar einer geregelten Arbeit nachgehen, wenn er wollte. Ausbildungen hat er genug, sagt er. Ich habe gelernt Maler und Anstreicher, Gerüstbau Obermonteur, Eisenflechter. Dann habe ich gelernt Dachdecker. Aber ich habe jetzt echt keine Lust mehr, weil auch gesundheitlich, ich bin nicht mehr ganz fit, wie ich war. Wenn ich jetzt noch arbeiten gehen würde, mehr als 3-4 Stunden schaffe ich nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Psst. Da rein. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Dich kenne ich schon 5 Jahre hier. Ja. Weiß ich, richtig auch. 5 Jahre schon. 5 Jahre sitzt er hier und wenn ich immer einkaufe, gebe ich ihm immer 1 Euro. Ja. Das ist ja gerade gut für mich. Also tschüss. Ne? Santa Ponsa im Südwesten Mallorcas. Etwas ruhiger als El Arenal. Nicht zuletzt deswegen haben sich hier viele wohlhabende Deutsche ein Haus geleistet. Auch Jürgen Drews lebt hier, wenn er auf der Insel ist. Ein kleines Anwesen mit Garten und einem Bad mit goldenen Armaturen. So lässt es sich leben. Das ist hier eigentlich Schlafzimmer. Ich habe zwar keinen Meeresblick, so wie ich es mal haben wollte, aber geht auch. Alles okay. Und hier ist das Bad, haben wir sogar einen Whirlpool drin. Also, was wollen wir denn noch mehr? Was brauchen wir denn noch mehr? Guck dir das an. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer von Julina. Ja? Da guckst du dann ein bisschen raus, irgendwo auf die Berge. Hier bin ich, wenn jetzt da alles voll ist, meinetwegen haben wir es Julina mit ihrem Freund, dann bin ich hier. Hier habe ich auch Internet. Und Klimaanlage, habe ich hier alles drin. Wie viele Leute sind da? 3 oder 30? Die Rede ist von seinem Bistro König von Mallorca. Da erwarten ihn bereits seine Fans. Er gibt ein kleines Konzert mit ein paar neuen Songs im Gepäck. Danach geht es am Abend in den riesigen Megapark. Hier feiern die Urlauber schon vor. Die kann blasen, die kann blasen, 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 die kann blasen.
Am Mittag schon sturzbetrunken abfeiern, das ist der Ballermann. Das ist das Mallorca, wie es die meisten kennen. Eimer trinken, Party machen und sich komplett abschießen, das geht allerdings seit neuestem nur noch indoor. Draußen an der Promenade und am Strand vom Ballermann ist Alkohol mittlerweile verboten. Die Inselregierung hat den Bereich zu einer Sonderzone erklärt. Wer hier laut gröhlend mit Sangria oder Bier in der Hand erwischt wird, zahlt bis zu 3.000 Euro Strafe. Und so geht es seit neuestem rund um den berühmten Ballermann 6 fast genauso ruhig zu wie an den meisten anderen Badeorten auf der Welt. Und hier steh ich. Auch Jürgen Drews singt für seine Fans ganz leise, so wie es die mallorquinische Inselregierung geboten hat. Ich mache jetzt die Meisterschaft im Leisesingen. Es war alles am Weg. Die Innenstadt von Santa Ponsa soll ruhiger werden. Ruhe ist schön und gut, aber schlecht fürs Geschäft, sagt Maurice, der Manager des Bistros. Das letzte Woche war schon dreimal Polizei heute da gewesen. Und wir dürfen heute haben eine Sonderregelung, aber erst ab 14 Uhr. Dann darf man statt 65 Dezibel mit 90 Dezibel. Leider sind wir wirklich begrenzt und es wird immer schlimmer auf Mallorca, dass viele Kollegen auch die Lust verlieren, hier Geschäft zu machen. Alles am besten und die schwarme Haut und Haar dabei. Warum kommst du nicht rüber? Kassensturz. Lothar leert seinen Hut. Ein erfolgreicher Morgen, zumindest für ihn. Die anderen Bettler vor dem Markt gehen erst einmal leer aus. Ich rechne jetzt, was ich jetzt habe und was ich einkaufen kann. Da muss ich erst mal kalkulieren, wie viel drin ist und was ich mir davon leisten kann. Weil hauptsächlich sind erst mal meine Kinder. Und dann mache ich das schon so. Das lasse ich jetzt stehen. Die Patienten lasse ich jetzt drin, weil Joaquin, der passt jetzt auf. Ich bin hier und das kann ich auch sagen, wo meine Jungs dabei sind. Das sind meine Jungs, ich bin hier der Chef. Ich bestimme. Ich habe es mir so angeeignet. Ich war schon immer bestimmend. Und dann, ich habe jahrelang dafür gebraucht, um mir das erstmal aufzubauen. Und wenn ich dann komme, dann gehört mir das, was da reinkommt. Wenn meine Jungs, meine Freunde, was in die Hand kriegen, das gehört ihnen, das ist gar kein Problem. Aber was da reinkommt, ist meins. Daniel, tust mir einen Gefallen. Holst du mir bitte 2 Päckchen Tabak mit Blättchen? Ja? Könntest du dich eventuell beeilen? Gut. Dankeschön, mein Junge. Also 2 und 2 mal Blättchen, ne? 10 Euro im Hut. Davon lässt sich der Chef etwas zu rauchen holen. Er selbst investiert den Rest im Supermarkt. Die Hierarchie unter den Obdachlosen ist strikt. Letztlich geht es ums Überleben und um Lothars Hunde. Jetzt kriege ich erstmal 3 schöne, dicke, fette Koteletts. Dann mache ich mir ein Kotelett, das reicht mir. Und 2, jeder einer. Also für Caretto ein, für Bella ein. Und ich bin noch am Überlegen, was ich den Kindern noch Guten tun kann. Und ich denke mal, die kriegen noch so ein kleines lecker Würstchen. Lothar hat sich seine eigene Welt geschaffen. Auch im Supermarkt ist er ein gern gesehener Gast. Er zahlt schließlich immer. Vor allem für sein Bier. 6 bis 8 Liter sind es wohl am Tag, sagt er selbst. Weiß, dass er eigentlich einen Entzug machen müsste. Eigentlich. Aber ohne seinen Alkoholpegel sei er einfach zu nichts zu gebrauchen. Wasser für dich? Nein, für meine Hunde. Das ist mein Wasser. Das ist für meine Hunde. Lothar hat in seiner alten Heimat 3 Kinder, 3 Söhne und eine Ex-Frau. Die hat er alle verlassen. Schon damals, als er wegen Bankraubs ins Gefängnis kam. Und nun wieder. Der Ehemann und Vater war eigentlich nie wirklich da. Das, was ich bereue, ist die Zeit, wo sie mich gebraucht haben, war ich nicht da. Aber es ging nicht anders. Ich war schon immer anders.
aber die kennen mich so, wie ich bin. Ja, war nicht einfach. Ich hatte den Kopf damals nicht frei. Ich war sowas von blockiert, von den ganzen Jahren Kiste. Ich wollte einfach nur weg. Macht der Papa eben fertig, wa? Muss erst was trinken, Schatz. Tu mal trinken. Gut. Mein Vater war nicht gerade ein toller Vater. Mein Vater war ein Arschloch. Der größte Drecksack auf der Welt. Ich bin froh, dass er tot bin. Entschuldigung. Weil? Er hat meine Mutter geschlagen nonstop. Er hat uns Kinder geschlagen nonstop. Wir mussten morgens um 3, 4 Uhr mussten wir aufstehen. Dann mussten wir vom Ehebett uns hinstellen. Und dann mussten wir die Frage beantworten, wie liebst du mir, Mama oder Papa? Und alle meine Geschwister haben gesagt, Papa. Ich habe gesagt, Mama. Bumm! Halte ich wieder ein. Mittagspause in der Höhle. Wer lange allein lebt, hat viel Zeit. Geschichten auszuschmücken, sich Geschichten auszudenken. Lothar ist schon sehr lange allein. Mitten im Wald, ohne festen Wohnsitz. Lass du da drauf. Komm hier, mein Schatz. Buon Appetit, Jessica. Komm mal lecker essen. So. Buon Appetit, mein Dicker. Hau mal rein. Hau mal rein, mein Dickerchen. Ich wollte halt panieren, aber ich hatte keine Lust. Geht auch so, mein Dicken. Ja. Papa isst heute Abend. In Palma de Mallorca, der Inselhauptstadt, lebt Kneipenwirtin Peggy. Sie ist gerade aus ihrem Schönheitsschlaf erwacht. Ich will mal ein bisschen schwenken. So. Weil ich ja nicht mehr die Jüngste bin, aber das interessiert ja die Leute nicht. Die interessiert sich nur für mich. Weil die Königin der Nacht ist Königin der Nacht. Wer die Königin nicht kennt, hat leider Arenal verpennt. Mit 71 legt mich am Arsch. Aber ich glaube das ja gar nicht. Ich glaube, die haben meinen Ausweis vertauscht oder was weiß ich. Wie alt fühlst du dich denn? 50. Fertig. 50. So. Ich finde das jetzt cooler, sieht besser aus. Und macht jünger, weißt du, wie ich meine? Nicht meinem Alter entsprechend, sondern das macht mich jünger. Fertig für den Auftritt in der Nachbarschaft. Peggy betritt ihren Laufsteg. Ich bin jetzt schon 37 Jahre in meinem Haus, also in meiner Wohnung. Arenal ist nichts für mich. Geschäftlich ja. Und mein Geschäft ja. Aber hier bin ich eine Dame, denke ich. Jeder in der Nachbarschaft kennt die Dame aus Deutschland. Und Peggy kennt jeden. Hier ist sie zu Hause. Deutsch spricht sie nur am Arbeitsplatz. In ihrer Nachbarschaft spricht man Spanisch. ¿Qué tal? Hola. Esto mi padre conoce muchos años a mí. ¿Cuántos años conoce a mí? Muchos. Muchos. Zu jedem Barbesuch gehört ein Schlückchen Hochprozentiges, findet Peggy. Para Potencia. Hoch das Bein, die Königin kriegt keinen Kümmerling rein. Die trinkt jetzt ein Jahr was bei meinem Miguel. Salut. Oh, fein. Oh, ja, bueno, eine Vaso Agua? Agua, Agua. Agua. Agua en el mar. En el mar allá. Er hat zu mir gesagt, ich trinke Wasser, Wasser gibt's am Meer. Hier guckt zum Beispiel in den Spiegel. Sieht wieder gut aus, kann ich auf die Arbeit. Es geht nach El Arenal. Nun ist Peggy nicht mehr die Dame. Nun ist sie die Königin der Nacht. Vorne einsteigen, ihr hässliche Vögel. Ihr toca aquí una para paciente. Dankeschön. So, wir gehen am besten. Komm alle noch hinter. Komm noch. Noch hinter, komm doch. Komm alle noch hinter. Peggy ist Geschäftsfrau. Ihre ersten Gäste organisiert sie vom Fleck weg schon im Bus. Klassische Zielgruppe, eine Herrengruppe aus Deutschland, die sich in El Arenal amüsieren will. Und trinken.
Beides hat die Königin der Nacht zu bieten. Eine Win-Win-Situation. Wer die Königin ist, kennt, hat Arenal verpennt. Und da wird ein schöner Kimmerling gesoffen bei mir und eine Flasche Bier. Jawohl, das machen wir. Hoch der Kolbe! Ich war früher Organspenderin. Ich habe nur eine Schamlede, die andere hat den Niki Lauter für ein Ohr. Am Waldrand von Arenal bekommt der obdachlose Lothar gerade eine Lieferung Zement. Der wird ihm direkt vor die Tür gefahren. Bevor Lothars Höhle abbrannte, hatte er den Boden mit Laminat ausgelegt. Das will er nun wieder so haben. Dieses Ehepaar versorgt Lothar mit den nötigen Materialien, allesamt Spenden. Udo, schmeiß mal in die Höhle rein, wa? Weil die haben wieder Regen gemeldet. Udo ist trockener Alkoholiker. Er hat den Ausstieg geschafft. Seitdem hilft er zusammen mit seiner Frau suchtkranken Alkoholikern auf der Insel. Er berät, leistet erste Hilfe, organisiert Entzüge und kümmert sich gleichzeitig um die Obdachlosen auf der Insel. Mehr als 100 Deutsche sind das momentan. Ich war aber erst in der Ebene. Und sobald ich das habe, werde ich. Ja. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Ja. T-Shirts für Lothar und seine Freunde vorm Supermarkt. Udo bringt auch Sachspenden. Von Kleidung über Waschmaschinen bis zu Lothars Zement. Alles von der Matratze bis zum Schrank in der Höhle. Spenden. Ohne Gönner könnte Lothar kaum überleben. Das war auch die Sympathie gleich zwischen uns, wa? Ja, genau. Wie, du zwischen meiner Frau? Ja, ja, klar. Freundchen. Ach, hallo. Ich ja, so geht's los, ne? Wenn sie Hilfe schon, klauen sie dir die Frau. Nee, nee, wir wirklich? Haben kein Problem, was Schatz. Nee. Was sich jetzt alles so lustig anhört hier, weil jetzt haben wir Sonnenschein, keinen Regen, herrliches Wetter, wir lachen hier, tralala, die Wahrheit ist bitterböse. Ja, wenn es morgen hier regnet, arschkalt und das wird wieder irgendwie was von anderen Typen hier irgendwie randaliert oder, dann steht er wieder vorm Nichts. Ja. Ja, hier gibt es kein Sozialamt, hier gibt es gar nicht. Bei schönem Wetter, das Lächeln ist auch noch okay, ja. Aber die Wirklichkeit ist teilweise sehr bitter hier. Bitte, gerne. Wenn Sie mal? Lothar. Ja, nicht so, komm her. Schön. Dankeschön. Freut mich, dass wir dir helfen konnten. Ach, sehe ich ja. Das ist Hammer. Wenn was ist, du hast meine Telefonnummer. Alles meld dich. Klar. Okay, ja? Ciao erstmal. Ciao. Ja, ich will gleich mit hoch. Ich muss los, wegen meiner Kinder. Schatzi, schenk dein Auto. Schenk dein Foto von mir. Schatzi, schenk dein Auto. Schenk dir Marina deine gute Titte oder Popo. Manolo, Megapark. Direkt am Ballermann 6 versucht der Einheizer einer Großraumdisco ein wenig den alten Charme der Strandpromenade wiederzubeleben. Doch die Urlauber hier halten sich an das neue Gesetz. Draußen baden, drinnen trinken. Wie zum Beispiel bei der Königin der Nacht, Peggy. Die hat soeben ihr Lokal geöffnet. Es kommt mein Lieblingslied. Eine, die wo immer lacht, das bin ich. Die erste Runde Kümmerling. Und so wird's gemacht. Uno, dos, tres, cuatro. Hoch den Rock, Schneiderstock. Hoch das Röckchen, rein das Röckchen. Guck mal, wie die Peppi immer trinkt. So, mit zwei Maul. Guck mal, da. Ja, guck mal, da. Hallo, hier. Ja, so. Immer nachlegen, sonst kostet noch einer. Ja, so, da nicht. Okay. Also, wir kennen uns mit den Ritualen. Dann soll ich dir auch damit tun, schon ein Eiweiß. Und Wasser. Prost. So, also wir sind drei Männer, wir müssen drei Runden trinken. Immer nachlegen nur, nicht zumachen, viel Arbeit. Ich brauche meine Männer, meine Weiber, ich brauche meine Sprüche. Ich brauche das, glaub mehr für mein Leben. Ich bin ja da eine Wirtin, die beste Wirtin auf Malle, finde ich. 112,50. 112,50. 7312,1. 112,50. Hallo, passt auf euer Geld auf. Peggys Schnäpse zahlt übrigens der Gast. Immer, jeden Einzelnen. Das gehört zu ihrem Geschäftsprinzip. Ich habe aber euer Geld dabei, ich muss mit uns eben sein. Peggy Schäberle, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Robin. Letzte Vorbereitungen im Anwesen von Jürgen Drews. In wenigen Minuten geht es los zum Auftritt in El Arenal. Menjo, wo bist du? Ich hatte es nämlich so eilig. Ich habe noch nicht mal nachgeguckt. Ich habe ja zum Glück vier Stück. Jetzt habe ich hier, also muss ich gleich mal sehen, ob alles geht. Ich habe eine Schere, schneide es auf.
Ehefrau Ramona ist bereit zur Abfahrt. Ehemann Jürgen hat aber erst mal Wichtigeres entdeckt. Jetzt bin ich gespannt. Sein Lieblingsbanjo. Es ist heil. Aber ich glaube, manchmal ist er schon auf dem letzten Drücker dabei, ja? Für die Pünktlichkeit ist im Hause Drews die Frau zuständig. Der Mann für die Unterhaltung. Meine neue Single, das ist, warte mal. Ich wollte nicht stören, aber wir müssen. Wir kamen sonst zu spät. Gut. Hübscher Schatz. Soll ich, guck mal, sind die zu viel oder soll ich lieber die kleinen Ohrringe? Mach mal die kleinen, zeig mal. Die sind dann die, die ich gerade vorhin anhatte. Sind vielleicht besser, ne? Die glitzern natürlich ganz schön heftig. Ja, ist ein bisschen zu heftig. Finde ich auch. Finde ich für die Mega-Ringe ist zu heftig. Das ist der Moment, wenn der Himmel brennt. Gleich hinter dem Strand vom Ballermann liegt Peggys Kneipe. Die gute Lage bringt ihr schon wieder neue Kundschaft. Peggy, du geile Sau! Du geile Sau! Und was bist du? Obergeil! Verbotene Träume erleben. Heute, hallo, hallo. Hallo, jetzt kommt Spagat. Ich bin eigentlich Mathelehrer. Ja, nee, Markus, hallo. Ich bin der Manfred. Markus. Mathelehrer, Deutsch und Sport. Und gerade unterwegs mit seiner Großfamilie aus Oerkenschwick. Feiern, trinken, Peggy besuchen. Ich komme aber immer wieder gerne nach Mallorca. Weil zu mir. Nicht nur wegen der Königin der Nacht. Auch. Sondern weil auch. Wir hier Sonne haben. Wir haben den Bierkönig. Und die Peggy. Und die Königin der Nacht, die Peggy. Peggy braucht die Anerkennung mindestens genauso sehr wie ihren Kümmerling. Ich habe immer mit jungen Leuten zu tun gehabt. Und ich bin halt so, wie ich bin. Eine ausgeflippte Königin der Nacht jetzt auf Mallorca. Aber du wirst ja jeden Tag schöner, sage die zu mir. Ja, das ist der Kümmerling. Was will ich noch? Für Familie Drews wird es jetzt wirklich eng. Das Banjo hat der Schlagerstar zwar abgelegt, aber auf dem Weg nach unten eine Gitarre entdeckt. Hat gerade geregnet? Hallo. Ich hab den Wagen auf. Ramona macht draußen das Cabrio wetterfest. Drinnen schwelgt ihr Mann, den sie König von Mallorca nennen, an der Gitarre in Jugenderinnerungen, als er noch der schüchterne Jürgen war. Meine Eltern konnten nichts mehr mit mir anfangen. Und deswegen haben sie achselzuckend zugestimmt, dass ich nach Saint-Tropez getrennt bin. Weil ich dachte, da, ja, ich komme, Engel, da finde ich vielleicht meine Frau, die mich küsst. Weil ich hätte nicht gewagt, anzugreifen. Nie. Ich war ganz, ganz schüchtern. Und da habe ich dann Brigitte Bardot gesehen, am Hafen sitzend, umringt natürlich von... Ich komme sofort. Ich komme schon. Wie immer. Oh, meine Schlüssel habe ich vergessen. Wir müssen ja wieder reinkommen. Leicht verspätet geht es los. Aber sie werden warten im Megapark auf ihren König von Mallorca. Lieb dich, Engelchen. Ich dich auch. Hoffentlich kommen wir noch pünktlich. Ach, scheiß drauf. Entschuldigung, das ist die Rede. Der Supermarkt, vor dem die Obdachlosen sich ein paar Euro erbetteln, schließt gleich. Lothar hilft noch einem älteren Herrn beim Einkaufstransport. Auch das bringt ein wenig Geld. Grazie a tutti. Otto dia. Grazie. So, schon wieder ein Euro. Ab. Sonnenuntergang auf Mallorca. Malerisch. Verträumt. Dabei geht die Party jetzt erst los. Das Epizentrum liegt heute im Großraumclub Megapark. Hier steigt jetzt die große Party.
Der Star des Abends hat es doch noch rechtzeitig geschafft. Jürgen Drews. Rein in den Club, rauf auf den roten Teppich. Liebling der Massen. Schlagerkönig. König von Mallorca. Das hatte er sich so nicht erträumt. Ja, konnte ich mir überhaupt mal je vorstellen, das zu machen, was ich mache? Bestimmt nicht, weil ich habe Schlager gehasst meine Zeit lang. Irgendwann fand ich es dann sogar gut. Und all das, was ich früher nicht mochte, ich auch nicht gut fand, aber dann irgendwo dann doch gut fand, ist erfolgreich geworden. Punkt. Es ist total hirnrissig. Unten feiert das Volk. Oben im VIP-Bereich die Stars. Und die, die mal einer werden wollen. Oder mal waren. Mittendrin Jürgen Drews. Einfach jeder will etwas von ihm, sich mit ihm schmücken. Der große Meister bin ich nicht. Aber jetzt sieh mal, wie groß du bist. Du bist eigentlich groß. Ja. Wie jetzt bin ich hier. Danke. Du bist alles ohne Prädage geflogen. Ja, ja. Das ist Andy Bucher, der Organisator vor Ort, der dafür sorgen muss, dass ein Star zeitig auf die Bühne kommt. Jürgen, ja, langsam runter. Wenn ich den da unten habe, haben wir eine halbe Stunde vergangen. Genau, da ist das Problem. Gut und selber? Mit der Erfahrung von mehr als 200 gemeinsamen Veranstaltungen lotst der Organisator seinen Star Richtung Bühne. Auftritt Jürgen Drews. Megapark sorgt Schlagerkönig Jürgen für guten Umsatz. Nur ein paar hundert Meter weiter entfernt macht das Besitzerin und Wirtin Peggy im Alleingang. Jetzt kommt mein Lied. Eine, die wo immer lacht. Kennt ihr das neue Lied? Hallo, ihr Saarländer. Kennt ihr das Lied? Eine, die wo immer lacht. Die Stimmung ist wie immer gut, die Kneipe wie immer gefüllt, auch wenn es an diesem Abend etwas dunkler ist als gewöhnlich. Hast du auf der Dampfe? Ja, komm doch morgen her. Ach, der kommt morgen her. Peggys Termin mit den Elektrikern hat sich verschoben. So ist das eben im Süden. Peggy stört das nicht. Sie macht auch im Dunkeln gute Geschäfte und erklärt ein paar Neuankömmlingen ihr Kneipenprinzip. Uso mit Orangensaft. Mit Eiswürfeln. Uso? Uso. Hey, das geht so gut. Dann gibt es noch Kümmerling. Dann ein Kümmerling und ein Bier. Ah, und du? Boko. Hol mal die Hände raus aus der Tasche. Boko. Bist du allein und was willst du? Ich glaube, ich bin doch mit dir unterwegs. Ne? Ja, aber er trinkt jetzt ein Kümmerling, mit, Kümmerling Bier. Mit Bier. Und du auch? Ich trinke auch mal. Ich bin immer dabei. Hoch den Ruck und rein ins Stock. Zurück nach Deutschland will sie nie mehr. Sie trinkt weiter ihre Schnäpse auf Rechnung der Gäste. Wie seit 26 Jahren in ihrer Kneipe. Und mit 71 ist noch lange nicht Schluss für Peggy. War noch nie pünktlich. Und ich werde auch deswegen nicht pünktlich sterben. Weil der da oben will mich nicht. Der hat gesagt, mach du so weiter. Fertig. Aus. Ich arbeite so lange, bis ich mit dem Kümmerling im Mund umfalle. Genauso ist. Im Megapark beendet Jürgen Drews seinen Arbeitstag. Er hat den Auftritt genossen. Vor seinem Publikum. Aber El Arenal ist mehr als nur ein Auftritt. Jedes Mal. Es ist Imagepflege. Auf die Sache geschaut. Ist das für mich schon sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, sonst würde ich es nicht machen. Weil ich erreiche hier natürlich auch Jugendliche. Ja? Und bin nicht nur in dem Schlager verhaftet. Das heißt, ja, lass mal, jetzt kommt gerade. Und dann wird es chaotisch. Überraschungsbesuch eines Weltstars. Alle Kamera
Topmodel Heidi Klum schaut vorbei. Ganz privat, mit großer Gefolgschaft und bewacht von reichlich Bodyguards. So privat es eben geht als Top-Promi. Ungeschminkt kam sie an. Ganz offen, ganz normal. Und da habe ich gedacht, ja, that's it. So ist es. Das ist wirklich ein Superstar. Die wird von Security, rennt alles um. Das fand ich toll. So sieht es aus, wenn ein Superstar ein wenig privat feiert. Fotografen und Fans umringen den Überraschungsgast. Heidi Klum badet in der Menge mit dem König von Mallorca, Jürgen Drews, an ihrer Seite. Der wirkt in diesem Moment ein wenig schüchtern. Ich hätte mich nie dazu gestellt. Nie. Da hätte man sehen können, wie ich eigentlich wirklich bin. Weil das war, glaube ich, bei vielen Kollegen anders. Obwohl ich sonst sehr offensiv bin. Oh mein Gott! Auf Wunsch von Heidi Klum tritt Jürgen Drews nochmal auf. Jetzt müssen wir uns mal ausmachen. Geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wie Heidi Klum. Auch wenn er dieses Lied schon tausende Male gesungen hat, auch wenn er eigentlich längst ins Bett wollte, auch mit 71 Jahren liebt er den großen Auftritt. Wenn ich auf die Bühne gehe dann und singe das und die Leute, die Jugendlichen vor allen Dingen, sind so drauf, dann bist du selber so drauf. Deswegen sage ich auch auf der Bühne manchmal, wenn es dich da oben gibt, Dankeschön, mit mir hast du es zumindest gut gemeint. Ein Kotelett und Caretto kriegt die Hühnersuppe. Einverstanden? Gut, machen wir das. Das Partyvolk kann Lothar Nacht für Nacht leise hören, wenn er allein ist in seiner Höhle. Er will hier bleiben, auf Mallorca, aber ein besseres Leben führen. Wie er das anstellen will, weiß er nicht. So enden seine Tage seit 9 Jahren, obdachlos, auf der Sonneninsel. Ich will ja nicht viel. Ich beanspruche auch nicht viel. Eine kleine Wohnung mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und eine Küche. Das wird mir vollkommen reichen. Da würde ich mich auch wohlfühlen. Sollte das Schicksal sich anders entscheiden, man weiß nie, was kommt, wäre ich sofort aus der Höhle raus. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie ich gehen würde. Natürlich nehme ich die Kinder mit. Oh ja, Köpfchen hoch, so auf meinen Arm. Fühlt sich dann wohl? Ja? Alles gut? Gut. Gute Nacht, mein Dicker. Ja? Schlaf schön. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Kehr aus im Megapark. Sie werden auch morgen wiederkommen, die Feierwütigen, die Mallorca-Fans. Wie jedes Jahr. Viele werden bleiben. Einige für immer. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde.